Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit Wargroove mal wieder, aber wir werden diesmal wirklich den Editor mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, nochmals unter die Lupe nehmen, denn wir haben ja schon mal ein Level erstellt und auf diesen bauen wir auch weiterhin auf. Das heißt, wenn ihr da mitgemacht habt, könnt ihr jetzt natürlich weitermachen, aber wir werden darauf jetzt aufbauen. Und wir werden uns mit einem bestimmten Teil des Editors beschäftigen. Hier oben ist mein Level-Abo. Und zwar mit dem Szenen-Editor. Das heißt, wir werden einfach mal heute ein eigenes Intro bauen. Und während wir dieses Intro bauen, zeige ich euch, wie die verschiedenen Sachen im Szenen-Editor funktionieren. Gehen wir mal rein. Also, wir haben die Karte aufgerufen, das ist unsere Karte, die ist jetzt fertig. Und wenn wir sie starten, passiert da nichts, dann startet immer die erste Runde. Wir wollen aber, dass die erste Runde, bevor die erste Runde startet, dass ein Intro kommt, damit man weiß, worum es in unserer Geschichte geht. So, wir öffnen mit unserem Plus, gehen wir rauf, den Szenen-Editor, greifen rein. Hier haben wir schon zwei Sachen, die wir ja in unserer Map damals gebaut haben. Aber wir wollen jetzt ein Intro bauen. Und jetzt gehen wir direkt auf diesen Szenen-Editor ein. Also, wir machen eine neue Szene. Das sieht dann so aus. Jetzt können wir den Hintergrund wählen. Da gehen wir oben auf die Szeneneinstellung, das schaffen wir auch mit Y und können erstmal einen Namen vergeben. Also, unser Ding hier heißt einfach mal logischerweise Intro. Nein, so. Intro. So, gehen wir raus. Intro. Hintergrund, lass uns mal, guck, wir könnten die Berge nehmen, die Gras, die Straße, Schloss Kirchenstein ohne, Schloss Kirchenstein, Arbeitszimmer. Weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Gucken wir uns mal kurz an. Das ist doch nett. Das nehmen wir. Wir nehmen das Schloss. Genau. Musik. Also wir können jetzt... Wetter bringt im Schloss jetzt nicht so viel. Und wenn es im Schloss regnen soll, ist es auch ein bisschen Quatsch. Deswegen lassen wir das so. Aber wir können mal gucken, ob es noch andere Sachen gibt. Wind. Man könnte ein bisschen Windgeräusche machen. Nö, wir lassen es so. Das Ambiente lassen wir aber, dass es regnet. Also, Regen. Bam. Und die Musik ist... Und bei der Musik gehen wir mal hier auf Besinnlichkeit. Genau. Denn das Intro soll ja spannend sein. Und wir nehmen die Besinnlichkeit als Musik. Kann man die hören im Hintergrund? Gut. Wenn wir jetzt hier, das ist unsere Ausgangsfläche. So sieht das jetzt aus. So wird unsere Szene aussehen. Also ihr müsst euch das Ganze wie so eine Theaterbühne vorstellen. Und auf diese Theaterbühne kommen wir jetzt und füllen diese mit Akteuren, also Darstellern und anderen Sachen. Eventuell auch Requisiten. Wir gehen jetzt erstmal auf die Zeitlaste. Dafür drücken wir X. Dann können wir hier mit X nochmal was Neues auswählen. Zack. Wir brauchen natürlich einen Akteur. Das heißt, wir brauchen jemanden, der die Handlung voranbringt. Also, bevor wir das machen, gehen wir auf den Erzählertext. Das ist so eine Art Überschrift. Das könnten wir machen. Jetzt können wir hier in der Überschrift den Text eingeben. Und da schreiben wir jetzt zum Beispiel rein, guck mal, T. So, schreiben wir rein. Ups. Das ist ja Quatsch, da muss ein bisschen mehr stehen, ne? So, schön weggedrückt, tut mir leid. So, warte, also, tief in der Nacht schreiben wir. Oder nee, wir nennen es anders. Wir nennen das Ganze einfach, wie die Burg heißt. Also, wir nennen das hier, die Burg heißt... Burg... Tottenheim. So. Burg Tottenheim. Zack. So, steht jetzt da oben. Textgröße machen wir ein bisschen größer und zwar in groß. Wundert euch nicht, dass der Text jetzt aus dem Bildschirm rausrutscht. Sobald wir hier rausgehen, ist er wieder da. Zack. So. Jetzt haben wir den Erzählertext. Der Erzählertext hat sozusagen wartet auf eine Eingabe. Jetzt könnt ihr diesen kleinen Pfeil sehen. Das heißt, wenn wir das ganze Intro jetzt starten, können wir ja mal schätzhalber machen. So, passiert das. Und mehr passiert nicht. Und wenn man es drauf drückt, dann geht es wieder von vorne los. Also, nach dem Erzählertext können wir, um die Spannung ein bisschen aufzubauen, lassen wir jetzt jemanden reinkommen. Beziehungsweise wir machen eine kleine Pause danach. Das heißt, wir gehen hier rein, sagen eine Pause und die Pause soll mal so 2 Sekunden gehen. Zack. So, ist nicht so lange, reicht aber. Jetzt könnt ihr hier oben sehen, links, seht ihr, Erzählertext taucht auf, man drückt es weg, 2 Sekunden Pause und dann passiert etwas. Was soll jetzt passieren? Wir suchen uns einen Akteur aus. Da können wir uns doch. Wir haben ja hier, können wir die Kombination wechseln mit Y und können sozusagen wen nehmen, den wir wollen. Guck mal, hier kann man, links sieht man dann die ganzen Viecher, die wir benutzen können. Aber wir könnten ja zum Beispiel. Nehmen wir mal. Uni? Nö.
Okay, nehmen wir mal Mercia. Das ist ja unsere Standard-Person hier. Die nehmen wir einfach mal. Mit dem L- und R-Tasten könnt ihr oben zwischen Akteuren Einstellungen wählen. Wir gehen rein und sagen, sie soll von links reinkommen. Bewegungsart ist normal. Die Richtung soll aber rechts sein. Sie soll nach da gucken. Und jetzt müssen wir gucken, wo sie am besten auftauchen soll. Sie kommt von rechts rein, von links rein und geht, sagen wir mal, sie geht bis hierhin. So. Super. Jetzt könnte man sagen, wie das Start-Emote sein soll. Also ihr Ausdruck am Anfang. Jetzt ist sie untätig. Man kann sagen, okay, das ist die Krone. Man kann sagen, sie ist untätig ohne Schwert. Sie lacht, sie ist negativ. Man kann auch reingehen und das alles so auswählen. Cäsar streicheln, positiv. Sagen wir mal, sie ist traurig. Da. Kommt rein und ist traurig. So, wichtig ist immer die Platzierung im Raster. Wenn man das vergisst, dann müsst ihr alles leider nochmal einstellen. Deswegen, immer wichtig. Wir können auch die Farbe auswählen. Da können wir sagen, zum Beispiel, sie soll schwarz gekleidet sein. Zack. Seht ihr? Man kann die Farben so auswählen. Ich finde schwarz immer ganz lässig. Deswegen nehmen wir jetzt einfach schwarz. Zack. Das ist der Akteur. Okay, sie kommt jetzt von links rein und geht zu dieser Position dort. Eventuell machen wir es aber anders, dass sie nicht so weit oben stehen. Passt mal auf. Wir gehen nochmal rein und sagen, sie soll hier stehen. Dann sieht es mit dem Schatten ein bisschen besser aus, finde ich. So, da kommt sie rein und stellt sich hin. Als nächstes können wir ja sagen, weil es ihr nicht so gut geht, können wir ja sagen, sie soll um Hilfe schreien. So, dafür gehen wir wieder auf X und suchen uns einen Text aus. Jetzt kann man, weil wir einen Akteur auf der Stelle haben, können wir auch, sind diese auch freigeschaltet hier, Akteur, ne? Können wir eine Sprechblase hinzufügen. Im Text schreiben wir Hilfe. So, das schreiben wir in Großbuchstaben. Hilfe. Und am besten ein paar Ausrufezeichen. Klack, klack, klack. So, es gibt eine Seite, nennt sich Wargroove Wiki. Die findet ihr auch, wenn ihr auf die offizielle Seite geht. Das ist auch von der offiziellen Seite. Und dort findet ihr ganz viele Sachen, die man noch eintragen kann. Wir können nämlich hier zum Beispiel sagen, wir wollen, dass die Schrift sich bewegt in dieser Sprechblase. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Da müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen auf dieser Wiki. Da gibt es nämlich ganz viele Sachen. Man kann sagen Shaking. Dann würde zum Beispiel der Schriftzug wackeln. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Das Einzige, was blöd ist an der Wii, ist natürlich, dass wir keine Tastatur haben. Das dauert alles ein bisschen lange hier. Aber wir müssen diese eckigen Klammern setzen. Und dann müssen wir hier das Wort Shaking schreiben. So. Und die Klammern auch wieder schließen. So, jetzt haben wir Hilfe, also jetzt haben wir Shaking, Hilfe, Shaking. Und wenn man das Ganze jetzt so sieht, jetzt auf die Textgröße, da sagen wir mal in groß. Habe ich da irgendwas vergessen, eine Klammer vergessen? Oder habe ich da keine Klammer vergessen? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, muss ich mal gucken. Habe ich da irgendwas verkehrt geschrieben? Eigentlich nicht. Warte mal, ich gucke mal ganz kurz in die offizielle Wiki, denn so, gucken wir mal. Habe ich da irgendwas vergessen? Eigentlich glaube ich das nicht. Aber wir können mal schauen. Also, Shaking, Word Shake, genau. Ach so, klar, ist noch nicht zu sehen, denn wir haben ja noch keinen Akteur ausgewählt. Das heißt, wir gehen hier runter zum Charakter und wählen ihn aus. Bam, jetzt könnt ihr das sehen, steht da Hilfe und oben schreit. Oben steht schon der Name Mercia. Wollt ihr das Ganze etwas spannender machen, dann könnt ihr zum Beispiel hier reingehen ins Namensschild und da vielleicht am Anfang erstmal 3 Punkte machen. So. Denn weiß keiner, wie er heißt. Weil es ist spannend, die Leute denken, oh, wer kommt da, aber man weiß keine Ahnung, wer das ist. So, Mercia schreit Hilfe. Jetzt brauchen wir einen zweiten Akteur, der reinkommt. Und den holen wir uns auch. Dick, dick, ein zweiter Akteur. Und dann nehmen wir dann mal, klar, wenn wir schon hier sind, nehmen wir einfach hier Emmerich. So, der kommt von rechts rein. Bewegungsart ist normal, ja, Richtung. Er soll ja nach links gucken, ist richtig. Und Farbe, er kriegt auch das Schwarze. Zack. Und wir platzieren ihn hier. Zack. Das heißt, er kommt von rechts und kommt dann da rein. Genau. Wir könnten ihn natürlich erschrocken darstellen, überrascht. Da, so. Weil er sieht zum Beispiel Mercia ist in total schlechter Verfassung. Deswegen macht er das. Gut. Gut, das Ganze würde jetzt so ablaufen.
Erzählertext, 2 Sekunden, Mercia tritt die Bühne, schreit um Hilfe, Emery kommt. Vielleicht sollten wir eine kleine Pause hier einbauen nach dem Hilfeschrei, denn wenn man schreit, steht ja nicht auf einmal der Typ gleich da. Warten wir mal, 2 Sekunden, raus. So, jetzt haben wir hier noch 2 Sekunden Pause drin. Das Ganze können wir uns mal kurz angucken, wenn ihr wollt. Sieht denn so aus. Burg Tottenheim. Die Pause, ne? Kommt. Mercia, Hilfe! Wir drücken es weg. Die steht ein bisschen. Und Emmerich kommt. Gut. Sehr gut. Jetzt haben wir noch Emmerich, wie er ihr auch etwas sagt. Das heißt, wir nehmen wieder eine Sprechblase. Gehen rein in unser Menü. Sprechblase hinzufügen. Und sagen... Mercia. So. Mercia. Und um das zu betonen, machen wir es auch so. Wir machen jetzt keine, Bewegung rein in den Text. Können wir machen. Also man kann zum Beispiel, kann ich ja mal zeigen. Wir können mal schätzhalber noch einen machen wir noch mal rein hier. Ist zwar ein bisschen langwierig hiermit, aber wenn ihr es selber mal macht, macht es gerne. Ups, vergesse. Erst die Klammer. Und da nehmen wir jetzt zum Beispiel scared. Also scared heißt so viel wie erschrocken oder ängstlich, ne? Scared. Und runter. Zack, zack. Zumachen. Und dann müssen wir leider auch nach vorne wieder. Zack. Da müssen wir das gleiche nochmal reinschreiben, sonst funktioniert das ja nicht. Auch schnell scared. So. Scared. Noch steht da natürlich nichts. Die Textgröße machen wir auch in groß. Und schreiben das Namensschild. Brauchen wir nichts reinschreiben, dann wird er automatisch Emmerich da reinschreiben. Deswegen lassen wir das einfach so stehen. Zack. So, Mercia. Seht ihr jetzt, sieht das da erschrocken aus? Oh, Mercia. Und dann sagt Emmerich wieder was. Sprechblase hinzufügen. Also. Und dann schreiben wir, was zum Beispiel ist passiert, um zu lang zu schreiben. Deswegen schreiben wir nur, was ist los. Also wie gesagt, die Geschichten könnt ihr euch natürlich selber ausdenken und vielleicht auch schönere Geschichten als ich. Aber egal, Textgröße ist normal. Auswählen Charakter. Zack. So, das wär's. Sehr praktisch. Und es funktioniert alles. So, jetzt kann man hier zur Dialogzeile kann man etwas dazu packen, ne? Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, wir gehen mal zurück hier auf Emmerich. Das kann man aber erst machen, wenn man alles schon eingestellt hat, ne? Geht man zurück in die Bearbeitung und schreibt zum Beispiel hier oben bei der Dialogzeile, schreit der Herr Mercy, dann sagen wir anstrengender Laut zum Beispiel. Ah, das klingt zwar nicht so gut. Gewaltiges Brüllen. Schockierter Laut. Da, Mercia. So, das ist doch gut. Und wir können auch hochgehen zu Mercia. Und Mercia können wir auch was anderes sagen. Das bei der Dialogzeile sagen. Können wir zum Beispiel sagen, wütend, erschrocken. Walder. Walder ist dumm, das zu sagen. Noch irgendwas, wo sie nicht unbedingt was sagt. Seufzen. Da zum Beispiel. So. Gut. Was ist los? Und dann hauen wir da gleich wieder eine kleine Pause rein. Von einer Sekunde. Das reicht. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir jetzt schon ein nettes kleines Stückchen. Also, es geht so los. Die Musik. Da kommt sie reingetanzt. Oh, Hilfe. Mercia, was ist los? Was ist los? Zack, Pause und das war's schon. Gut, was passiert jetzt? Ach so, das kann ich auch kurz noch mal erzählen. Nicht, dass ihr da denkt, was labert er da? Aber er vergisst ja uns was zu erzählen. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt hier was reinschreibt, zum Beispiel hier, mit dem Scared und so, da gibt es auch andere Sachen. Ihr könnt auch noch Shaking schreiben, Wavy, Long Pause. Das müsst ihr euch alles mal angucken. Auf wargroovewiki.com, da findet ihr eigentlich alles über diesen Editor und das müsste reichen. Da müsst ihr mal reingehen und gucken. Für mich ist so schnell erklärt, wie man schnell ein kleines Intro baut. So, wir wollen noch nicht, das Intro wollen wir auch nicht länger lassen als maximal so 25 Minuten, weil sonst wird es auch irgendwie zu lang. Aber wie gesagt, ihr könnt das ja so lang machen, wie ihr wollt. Mehr ist ja so. Genau, das wäre schon das Intro. Jetzt muss natürlich mehr ist ja noch was sagen, ne? Jetzt könnten wir natürlich warten und dann können wir sagen, mehr ist ja greift zum Beispiel den guten Emmerich an. Können wir machen. Gehen wir hier rein und sagen Angriff.
suchen den Angreifer aus. Das ist sie. Suchen Angriff von Feld. Von da. Und das Ziel ist Emmerich. Wie man sieht, haut sie zu. Die Bewegung ist normal. Der Angriffssound ist Standard. Und tötet ihn. Und wir warten mal das nächste Ereignis ab. Das heißt, der Spieler muss drücken, wenn er sehen will, was dann passiert. So, das Ganze sieht dann ungefähr so aus. So. Genau. Jetzt darf er natürlich nicht einfach in der Luft verschwinden. Aber das können wir nachher nochmal regeln. So, jetzt können wir natürlich hier mal gucken. Er ist jetzt gestorben. Das heißt, wir haben ihn dann natürlich nicht mehr. Akteur ist entfernt. Verschwindet er. Das können wir aber alles mit einem visuellen Effekt sozusagen schöner darstellen lassen. So, packen wir hier hin. Und machen vielleicht den Effekt. Warte mal. Das ist doch cool. So, ist jetzt kein Highlight, gebe ich zu, aber es macht nichts. So, zack. Das heißt, es würde passieren, wenn wir es abspielen würden, würde das passieren. Boom. Passt jetzt nicht richtig, habe ich gerade gesehen. Oh, wir müssen natürlich den Dunkelangriff ein bisschen nach rechts schieben. Das heißt, wir setzen ihn theoretisch hier hin, das wird besser passen. Und dann verschwindet halt der Gute. So, wir probieren es nochmal. Gucken wir mal zurück. So, und dann ist er weg. Passt perfekt. Gut, das wäre unser Intro. Und dann kann man jetzt natürlich noch mehr machen. Wir gehen jetzt nochmal rein und ich erkläre euch die anderen Sachen, die noch zu machen sind, also die wir noch haben. Jetzt können wir zum Beispiel das Ganze ein bisschen aufpeppen. Wir haben ein paar Soundeffekte. Im Hintergrund wissen wir, regnet es. Wir nehmen hier mal so ein paar... Na, wenn wir irgendwo Donner, da Donner. So, den müssen wir auf jeden Fall platzieren, den Donner. Setzen wir hin, egal wo der ist. Egal. So, der ist jetzt hier unten. Mit Y gedrückt halten, könnt ihr den Donner verschieben. Wir schieben den jetzt mal hier hoch. Hier zum Beispiel, dahin. Können aber noch einen anderen Donner, noch einen einbauen. Weil ich finde, sonst klingt das alles so ein bisschen langweilig. Der Hintergrund, huch. Achso, egal. Der Hintergrund muss, finde ich, auch passen. Weil sonst ist das Spiel langweilig. Es muss schon irgendwie was passieren. Huch, Donner da, Donner 2. So haben wir auch gesetzt. Und dann gehen wir hier nochmal hin. Und hier machen wir auch nochmal einen Soundeffekt hin. Und das ist dann, wir haben noch, glaube ich, anhaltender Dollar oder sowas. Lass uns das mal benutzen. Da, fern. Auch. Gut. Setzt du den Donner nach links oder weit rechts, dann ist natürlich, wenn ihr Stereo spielt, hört man das natürlich mehr da, ne? Klar. So, wir können aber jetzt sagen, jetzt ist da ein Donner gewesen. Und jetzt sagen wir zum Beispiel, dass Mercia, nachdem sie da ihn da so fies attackiert hat, können wir mal zum Beispiel sagen, dass Mercia jetzt eine andere Emotion zeigen soll. Die ist fies. Also sagen wir zu ihr, wir gehen runter auf Emote. Emote können wir nicht aussuchen, müssen erst den Charakter auswählen. Das ist ja Mercia. Dann können wir nach oben gehen. Also müssen natürlich, dass sie nach rechts guckt. Dann können wir nach oben gehen, mutig. Und dann können wir gucken. Sie könnte tanzen zum Beispiel. Wer ist denn, wenn sie tanzt? Oh, warte. Sie freut sich, weil sie ihn umgebracht hat. Verletzt. Oh, hypnotisiert. Untätig. Missing. Wir machen aber lachend, weil sie auch ein Monster ist. Warte. Haben wir nicht noch ein cooleres Lachen? Ich glaube nicht. Nee. Also wir nehmen uns einfach Lachen hier. Da, Lachen. Ist zwar fies, aber was soll's. In Dauerschleife. Das heißt, danach wird sie anfangen zu lachen. Und dann könnten wir natürlich jetzt hier im Hintergrund noch die Musik auswählen. Wir können das Ambiente nochmal auswählen, wir können das Wetter festlegen, Hintergrund auswählen. Das interessiert uns aber nur, diese drei Sachen würden uns nur interessieren, wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, die Szene ändern. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Jetzt machen wir eine Ausblendung. Das Ganze soll in Schwarze gehen. Übergangsdauer dauert, komm, sagen wir eine Sekunde. Zack. Und so. Jetzt kommt das, dann wird es ausgeblendet. Und dann blenden wir danach wieder ein. So, aber während wir ausblenden, bauen wir schon mal das andere alles auf. Das heißt, wir gehen auf den Hintergrund, wählen ein neues Hintergrund. Zum Beispiel wählen wir mal eine Brücke. Eine Brücke ist gut. Dauer des Übergangs 0 Sekunden, weil wir brauchen keinen Übergang. Können wir machen, dann wird es langsam eingeblendet werden, aber brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt könnt ihr natürlich nicht so viel sehen, weil die Brücke jetzt ja noch vor der Ausblendung ist. Wir können den mal runterschieben, dann sehen wir die Brücke jedenfalls. Guck mal, da ist Mercia. Und Mercia müssen wir ja auch wegmachen. Das heißt, wir würden Mercia
aus unserem Kader löschen, indem wir wieder X gehen und sagen Akteur entfernen. Wir suchen den Akteur, das ist sie. Zack. Und sagen, er soll ausgeblendet werden. Ja, ausgeblendet werden. So, er ist einfach nur weg. Das reicht schon. Das Ganze müssen wir natürlich nachher verstecken hinter den Ausblenden. Das machen wir jetzt auch noch nicht. Erstmal so, also hier sieht man meistens lachen und dann ist sie weg. Gut, dann kommt die Brücke. Wichtig. Genau, wichtig. So, und auf der Brücke könnten wir jetzt Sachen positionieren. Wir könnten zum Beispiel eine Requisite hinstellen. Ganz unten hier findet ihr Requisite, wenn ihr runtergeht. Duck, 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 Bildschirm wackeln und dann steht hier Requisite. Klicken wir drauf und können dann verschiedene Sachen wählen. Wie ihr seht, links könnt ihr, also wenn ich jetzt, könnt ihr sehen, was man so auswählen kann. Zum Beispiel auf der Brücke, was macht auf einer Brücke Sinn? Hier eine Flagge zum Beispiel. Die wählt man nach links und die platzieren wir mal nicht da oben, das sieht ein bisschen blöd aus. Wir platzieren die mal hier. So. Oder nee, noch besser, wir platzieren die ganz unten. Dann ist es, glaube ich, am einfachsten. Da zum Beispiel. Perfekt. So, die können wir hinpacken. Wir können aber noch was, wir können noch was hinpacken. Noch eine Requisite. Nein, nicht zerstören. Können noch eine Requisite erstellen. Und das machen wir auch. Hier ist noch eine Flagge vielleicht. Hier, so eine Flagge vielleicht nochmal. Die wird auch in die gleiche Richtung. Wäre ja komisch, wenn sie in die andere Richtung wehen würde. Die stellen wir hier hin. Zack. Gut, dann sind zwei Flaggen, die da wehen. Und dann haben wir so ein bisschen Stimmung auf der Brücke. Was könnte man noch da hinstellen? Requisite erstellen. Gehen wir hier hoch. Man kann auch die Liste angucken. Kann man alles sehen, was hier so gibt. Ne? Ah, Blumen, Grabstein. Rotes Tuch und Seil, Ruin, kleiner Wegweiser, großer Wegweiser, aufgespießter Schädel, Schneemann, Schneeskelett, Speer, großer Stein, Schwertständer, Sockel mit Schwert, Sockel ohne Schwert. Genau, wir nehmen mal hier das Ding. Ah, macht nicht so viel Sinn, ne? Da, hier so ein paar Schwerter. Die platzieren wir mal geschickt. Hier, nee. Hier, so, da stehen ein paar Schwerter noch rum. Könnte ja eine Übungsbrücke sein oder sowas. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall, was da passieren soll. Jetzt müssen wir das ausblenden, schnappen mit Y und nach oben schieben. Und zwar bis hierhin. Bis zu dem, wo sie lacht und dann soll die Ausblendung kommen. Dann ist das alles weg. Sieht man nicht, aber es stört uns nicht, denn jetzt machen wir natürlich, was kommt nach Ausblenden? Einblenden. Und das Einblenden dauert, sagen wir mal, eine Sekunde. Ne? Gute Zeit. So, jetzt sieht man, sind wir ganz unten und das wird alles eingeblendet. Das können wir uns jetzt mal anschauen. Wir gucken uns das ganze Intro mal an. Na, wir gucken uns das ganze Intro an. Das ist jetzt auch Quatsch. Lass uns doch mal angucken ab hier. So, los geht's. Na gut. Das war jetzt nicht. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöde gelöst, denn ich habe die Pause eingebaut. So, kurz mal gucken. Also, das passiert. Eine Sekunde warten. Die können wir nicht rausnehmen. Die brauchen wir da nicht. So. Emmerich, was ist los? Dunkler Angriff, Mercia. Gut, wir müssen natürlich den dunklen Angriff hier hinsetzen. Mercia soll danach lachen und dann soll ausgeblendet werden. Genau. So, gucken wir uns das mal an. Er ist zu schnell. Dann müssen wir, haben wir die Pause falsch gesetzt. Dann setzen wir die Pause nämlich doch hier hin. So. Dann müsste das passen. Hoffe ich. Oder war die Pause lieber hier? Mal kurz gucken. Ich weiß es nicht mehr genau. Doch, eigentlich weiß ich es ganz genau. Na gut, holen wir mal. Gut. Ich gehe mal wieder aus dem Szenen-Titel raus, will ich gar nicht. So. Genau. Das heißt, wir blenden das aus. Und dann ist Mercy natürlich auch verschwunden. Mercy setzen wir jetzt noch hier hin. Haben wir da irgendwas reingesetzt? Genau. Hier, nächstes Ereignis abwarten, weil sonst klappt das nicht. Und dann ist es jetzt. Hoffentlich, warte, den schicken wir auch nochmal runter. Müsste es jetzt eigentlich passen. Okay. Intro. Können sich auch das einfach länger machen lassen. Zum Beispiel, wenn wir den jetzt nochmal rausnehmen. Zack. Zu sehen. Ja. Okay. Gut. Und dann geht's ja weiter.
Und dann wird er nach dem, also Quatsch, ausblenden. Und dann soll ja der andere Kram alles eingeblendet werden. Das passiert ja dann auch. Gut. Wir müssen Messi, glaube ich, hier hinsetzen. So, wir probieren es mal. Los geht's. Genau, so. Jetzt haben wir es. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es. Gut. So rum war es. Genau. Genau, dann wird wieder eingeblendet. Und dann könnten wir jetzt hier natürlich eine weitere Geschichte erzählen. Hier können wir jetzt einen Akteur einbauen. Vielleicht einen Dorfbewohner, der kommt. Und der kommt von rechts. Und geht von links. Den stellen wir mal hin. Hier, zack. Und der hat einen. Na, hat Angst. Er ist untätig, das reicht schon. Gut, das können wir jetzt machen. Dann hätten wir den da drin. Und so können wir natürlich das Intro, das alles weiterbauen, ne? Wichtig ist dann für euch nur, wenn ihr die Requisiten nicht mehr haben wollt, müsst ihr Requisiten zerstören. Genau das gleiche, wie es hier oben ist, mit den Akteuren entfernen oder Akteur bewegen, ne? Wir können ja zum Beispiel mal den Bauern bewegen lassen. Wenn er zum Beispiel hier unten ist, der Bauer, der blendet ein, dann sagen wir, der soll sich jetzt bewegen. Dann gehen wir hin, suchen den Charakter aus, sagen ihm, wo er sich hinbewegen soll, zum Beispiel hier rüber. So. Und die Endposition ist natürlich rechts, ne? Das wär's. Jetzt haben wir ihn natürlich, wenn er geht. Das können wir uns Ganze, können wir uns hier mal schätzhalber angucken. Da kommt er gelaufen. Können ihn auch rauslaufen lassen. Oh, schon wieder, warum gehe ich nicht mal aus dem Intro raus? Ja. Viel mehr ist hier eigentlich auch nicht zu sagen. Bei dem Intro. Ihr könnt natürlich jetzt alle eure Kreativität freien Lauf lassen. Wir haben ja noch ein paar Soundeffekte, visuelle Effekte. Wir haben ja so viel, was wir machen können. Aber ich würde sagen, Bildschirm wackeln, das habe ich jetzt gleich gezeigt. Ist auch nicht so wichtig. Ausruf geht nur, wenn natürlich ein bekannter Charakter dabei ist. Könnt ihr sowas wie schreiben wie tötet sie oder irgendwie sowas, ne? Brauchen wir aber jetzt gar nicht. So, das Wichtigste ist ja jetzt aber natürlich, jetzt haben wir ein schönes Intro. Aber wir wollen ja auch, dass es hier am Anfang kommt. Wenn wir jetzt das Level hier starten, können wir machen, Karte spielen, passiert das, erster Zug und los geht's, wir können direkt wählen, aber wir wollen das Intro sehen, das heißt, wir gehen hier wieder raus, Mission beenden, kurz mal, ja, und im Map-Editor geht ihr auf Plus wieder und geht auf Ereignis-Editor, klickt ihr drauf, jetzt könnt ihr sehen, hier gibt es so einiges, hier gibt es zum Beispiel schon ein Intro, da können wir mal raufgehen, das zeige ich euch mal, geht ihr auf Bearbeiten, das Ding nennen wir Intro. Ich habe es mal vorbereitet ein bisschen, damit es ein bisschen schneller geht. Aber, und das soll nur einmalig ausgelöst werden. Denn ein Intro gibt es ja nur einmalig. Wäre Quatsch, wenn es irgendwann nochmal auftaucht, ne? So, Spieler. Jetzt habe ich Spieler Rot Mercia. Wenn ihr wisst, wer anfängt, Spieler 1 fängt ja meistens an, dann könnt ihr es bei Blau Bavalda rauslassen. Denn sonst würde es bei ihm auch einmalig erscheinen, das Intro. Das muss es ja nicht, weil es gilt ja für beide. Die Bedingungen. So, die Bedingungen für diese Aktion muss man einstellen. Wenn man die einstellt, passiert nichts. Wir gehen mal rauf. Und ich habe eingestellt, Bedingungseigenschaften ist die Nummer des Tages, an dem der aktuelle Zug stattfindet. Genau 1. Das heißt, der erste Zug wird ja Tag 1 und der erste Zug sein. Deswegen können wir genau 1 sagen. Das heißt, nachdem der erste Zug startet, kommt das Intro. Genau das wollen wir ja. Ihr könnt ja auch neue Bedingungen machen. Ne? Ihr könnt jetzt sagen, hier kannst du was anderes machen. Aber für uns zählt jetzt wirklich nur der Zug. Zug und Zugtag. Also auf den Wert eines aktuellen Tages. Das wäre jetzt, was ich genommen habe. Aktueller Zug. Gleich Tag. Das ist das, was wir ausgewählt haben. Mal da. Genau. Und dann sagen wir genau 1. Ne? Das haben wir jetzt gemacht. Den muss ich jetzt wieder löschen, weil wäre Quatsch, den jetzt nochmal zu benutzen. So. Löschen. So, dann haben wir oben eingestellt. Aktionen. Was soll passieren? Gehen wir wieder mit dem rechten Button oben ein weiter. Was soll passieren? Spielszene, ungültige Szene ab. Ungültige Szene ist natürlich Quatsch, denn wir haben ja ein Intro. Deswegen gehen wir da nochmal rein. Das löschen wir mal kurz, dann zeige ich das. So, wir gehen hier auf Neu. Und sagen, er soll ja unser Dings abspielen. Wir gehen mal hier, irgendwo steht das hier. Karte. Da, Szene abspielen. Karte, Szene abspielen. Klicken wir drauf. Suchen die Szene unten aus. Riese, Intro. Intro, richtig. Zack, das war's schon. Jetzt haben wir alles eingestellt. Hier seht ihr noch mehrere Sachen. Und das war's. Und wenn ihr jetzt das Spiel startet, egal wer es startet, sollte das Intro eigentlich kommen. Hoffe ich zumindest. Nein, ich bin mir ziemlich sicher. So, wir starten. Und da startet das. Burg Tottenheim. Hilfe! Schreit sie natürlich, ne? Und da kommt Emmerich schon. Mercia! Was ist los? Und tot ist er. So, die nächste Szene. Hier könnt ihr die natürlich wieder im Text machen lassen.
was woanders gesehen, die Musik ändern, das Ganze könnt ihr natürlich da machen und euch Kreativität freien Lauf lassen. Das ist alles zu meinem Szene-Editor. Wenn ihr Lust habt, mache ich auf jeden Fall noch einen für, oder ich mache so oder so, einen für den Ereignis-Editor. Denn der ist auch recht spannend und der ist sehr komplex. Denn wenn man hier mal reingeht, wir wenden mal kurz hier die Mission. Denn der ist wirklich mehr als komplex. Der Ereignis-Editor, der gilt ja immer zusammen mit unseren Ausrufezeichen oben, wie ihr es sehen könnt. Zum Beispiel hier bei der Schatzkiste hier oben, wenn da was passiert. Oder hier unten beim Stein, wenn da was passiert, ne? Das ist natürlich wichtig. Da können wir mal sehen, was da passiert. Schatz, Statue, Riese, Intro. Intro haben wir jetzt nicht, können wir auch entfernen eigentlich, weil Intro brauchen wir nicht. So. Und der Ereignis-Editor, der ist halt wirklich komplex, denn man kann Flags setzen, das werde ich erklären, worum es da geht. Man kann Zähler setzen, das ist auch sehr wichtig. Zähler zum Beispiel sind gut, wenn, ach, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass in Runde 5 irgendwas passieren soll. Oder wenn was passieren soll, zum Beispiel, wenn einer der Spieler zum Beispiel 10 große Riesen gebaut hat, dann könnte man zum Beispiel sagen, oh, 10 ist zu viel, das ist ja schon übertrieben, dann lässt man 5 sterben, weil 10 darf man nicht haben, dann spielen die Götter ihnen einen Streich oder irgendwie sowas, man kann sich eine nette Geschichte ausdenken. Aber wie gesagt, es gibt so viele Sachen, wenn man hier guckt, wir machen Eigenschaften, Spieler, Bedingungen, schon an die Bedingungen sind immens, was man alles machen kann. Wenn der Groove so ist, wenn wenn man zum Beispiel fast nur noch wenig Energie hat, dann passiert dies. Das werde ich alles beim nächsten Mal erklären. Hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Ich war hoffentlich nicht zu schnell mit dem Reden. Und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst oder kommentiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Ereignis-Editor-Tutorial. Vielen Dank, bis dann. Tschüss.